Man mag es kaum glauben, die hessische Polizei hat nicht Zugriff auf alle Daten der Polizei in anderen Bundesländern, geschweige denn in anderen EU-Ländern. Dabei kennen Terrorismus und organisierte Kriminalität keine Grenzen. In der hessischen Landesvertretung in Brüssel geht es heute um die Frage, wie kann sich Europa sicherheitspolitisch besser aufstellen, damit Ganoven nicht einfach unbemerkt von einem Land zum anderen reisen können und dort ihr Unwesen treiben. Autoknacker aus Litauen haben im vergangenen Sommer im Rhein-Main-Gebiet unter anderem Navis und Airbags geklaut. Die Polizei hatte einige verhaftet. In anderen europäischen Ländern haben sie nach einer Bewährungsstrafe allerdings noch eine weiße Weste und würden bei Polizeikontrollen nicht mal auffallen, denn die Daten bleiben in Deutschland. Der Landesvorsitzende der hessischen Polizeigewerkschaft kennt das Problem. Das sind zum einen rechtliche Hürden, zum anderen sind die Datensysteme der Europäischen Union gegeneinander abgeschottet. Es gibt da keine Verbundabfragen, die die polizeiliche Arbeit eben dann erleichtern würden. Das größte Problem ist der Terrorismus. Verdächtige, aber unauffällige IS-Sympathisanten zum Beispiel, die in Deutschland überwacht werden, sind im Ausland unbekannt. Unsere Gefährder in Deutschland, die sind nur in Deutschland in unserem System drin und würden in Frankreich auch nicht auffallen. Auch das ist eine Sicherheitslücke, die muss durch die europäischen verantwortlichen Politiker schnellstmöglich geschlossen werden. Ein weiteres Problem ist, die Fingerabdrücke der Täter sind in den europäischen Datenbanken nicht immer zentral gespeichert. Und wenn die Fahnder nach einem Namen suchen, der Verdächtige diesen aber ändert, ist der Grenzübertritt quasi der Schritt in die Anonymität. Meine Kollegin Ute Wellstein hat jetzt in Brüssel Ministerpräsident Volker Bouffier zum Thema. Ja, der Empfang in der hessischen Landesvertretung erfreut sich ja immer großer Beliebtheit. Dieses Jahr habe ich mir sagen lassen, besonders groß. Es haben sich über 600 Gäste angemeldet. Und das liegt wohl zum Teil auch am Festredner. Das ist nämlich Julian King, ein EU-Kommissar. Und er ist nicht nur Brite, deshalb interessant, weil ja der Brexit gerade eingeleitet wird, sondern auch deshalb interessant, weil er für Sicherheit zuständig ist. Und das ist ja ein Thema, was viele Menschen umtreibt. Und ich denke, Herr Bouffier, deshalb haben Sie ihn ja auch hierher eingeladen, damit er seine Grundsatzrede halten kann. Haben Sie denn nicht Verständnis dafür, dass die Leute finden, in dem Bereich Datenaustausch, gemeinsame Verbrecherjagd, versagt Europa? Haben Sie richtig angesprochen. Das ist eines der großen Sorgen, die die Menschen haben. Auf der einen Seite die Erwartung, dass wir Sicherheit geben, soweit das Menschen möglich ist. Und dass wir auf der anderen Seite wissen, dass wir im nationalen Rahmen diese Herausforderungen nicht mehr vernünftig bewältigen können. Wir brauchen also gerade auf europäischer Ebene gegen organisierte Kriminalität, gegen Terrorgefahren, gegen die Gefahren, die mit der Kriminalität der Migration verbunden sind, brauchen wir eine europäische Antwort. Und wir haben Herrn King, der ein exzellenter Mann ist, eingeladen, um auch mal zu zeigen, was schon alles geschieht. Da ist eine Menge in den letzten Jahren geschehen. Ich sag mal, stärker Europol, stärker Datenaustausch, schnellere Reaktionsmöglichkeiten. Das ist bei 27 Ländern hochkompliziert, aber man kommt ran. Ich wünschte mir, dass das noch schneller geht. Und darüber werden wir heute Abend sprechen. Ja, woran hängt es denn? Es haben ja alle Länder das Bedürfnis nach Sicherheit. Eigentlich denkt man, da müssten die sich doch mal alle zusammenreißen. Das kann man relativ einfach erklären. Sicherheit ist Polizei und Justiz. Das ist der Kern der Staatlichkeit jeden Landes. Und zum Beispiel das Justizsystem ist in den 27 Ländern ganz, ganz unterschiedlich. In Frankreich völlig anders als bei uns. In Holland wieder anders als bei uns. Und das bedeutet ein Stück weit Verzicht auf nationale Kompetenzen, damit wir gemeinsam schneller vorankommen. Ich glaube, dass das geht. Das ist manchmal kompliziert. Aber die Prozesse sind mühsam. Nicht, weil die alle nicht wollen, sondern weil es unterschiedlich geht. Und weil auch manches seine Zeit braucht. Alleine die technischen Dinge müssen viel, viel schneller gehen. Und das, was wir heute Abend hören werden, ist in der Frage ermutigend. Und deshalb haben wir ihn auch eingeladen. Ganz kurz, aber auch Hessen hat ja abgelehnt, Kompetenzen an den Bund abzugeben, als Herr de Maizière das gefordert hat. Ja, aber wir sind ja ganz stolz in Hessen. Aber wir haben in Deutschland ein einheitliches System. Da geht es um was anderes. Ein Klassiker ist zum Beispiel verschiedene Rechtssysteme, auch Bestrafungssysteme, die können Sie nicht einfach in 27 Ländern sagen, ab morgen gilt das, sondern da brauchen Sie die jeweiligen nationalen Parlamente, dass die zustimmen. Also das ist nicht einfach,
Aber es geht nicht darum, was einfach und schwer ist. Es muss besser werden, es muss schneller gehen und es muss erfolgreicher werden. Und diese Agenda, die müssen wir hochhalten, auch und gerade, wenn in Europa so viele Dinge durcheinander sind. Ja, und was der EU-Kommissar dazu zu sagen hat, was er für Ideen hat, das erfahren Sie dann heute Abend in Hessenschau kompakt.